Gökhan Gültekin, Sedat Göbüs, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel-Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Ulvar und Kaloyan Velkov. So hießen die 9 Personen, die am 19. Februar 2020 im hessischen Hanau Opfer eines rassistisch motivierten Anschlags wurden. Diese Menschen wurden damals in der Hanauer Innenstadt an verschiedenen Tatorten erschossen. 6 weitere Menschen wurden außerdem teilweise schwer verletzt. Der Täter hatte zuvor antisemitische und muslimfeindliche Äußerungen und Videos im Internet veröffentlicht. Das Verbrechen löste in ganz Deutschland große Bestürzung aus. Um an dieses schlimme Ereignis und an alle Opfer rassistischer Gewalt zu erinnern, wurde am Friedrichsplatz im Marburger Südviertel das Denkmal Memoria errichtet. Das Stahlgebilde besteht aus mehreren schwarzen Fähnchen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeit des Künstlers Alexeir Diaz Bravo, die anlässlich des 1. Jahrestages des Hanauer Anschlags errichtet wurde. Leider wurde das Denkmal bereits mehrmals durch Vandalismus beschädigt. Das Mahnmal soll die Marburgerinnen und Marburger daran erinnern, dass rassistisch motivierte Gewalt kein Einzelfall ist, sondern uns alle etwas angeht. Hass und Rassismus sind leider noch immer Teil unserer Gesellschaft. Entsprechende Äußerungen und Handlungen sind daher aufs Schärfste zu verurteilen. Memoria soll hieran auch abseits von konkreten Jahres- und Gedenktagen erinnern. Respekt einander ist der Weg zu gegenseitigem Verständnis. Respekt vor unterschiedlichen Lebenswegen, Religionen und Sprachen, aber auch vor Gesetzen und dem Wert des Lebens an sich. Verständnis ist auch der Versuch, sich etwas Unbekanntem zu öffnen und zu versuchen, Dinge aus der Sicht des Unbekannten zu betrachten. Wo Verständnis herrscht, das Unbekannte bekannt und erfahrbar wird, ist Toleranz nicht weit weg. Toleranz eben genau für dieses ehemals Unbekannte, das nun vertraut geworden ist. Dann spüren wir, dass Vielfalt, unterschiedliche Meinungen und die Einzigartigkeit jedes Menschen, Kultur und Gesellschaft erst ihren Wert verleihen. Durch Respekt, Verständnis und Vielfalt wird deutlich, dass wir im Versuch des gemeinsamen Konsens viel mehr erreichen können als durch Hass, Abgrenzung, Arroganz und einen beschränkten Horizont. Stigmatisierung, also die negative Kategorisierung anderer Menschen, ist das eigentliche Gift für unsere Gesellschaft und unsere Wertegemeinschaft. Wie zu Beginn erwähnt, ist Hanau kein Einzelfall rassistisch motivierter Gewalt. Immer wieder verlieren Menschen sinnlos ihr Leben. Immer wieder Hass und Gewalt. Immer wieder blinzeln wir, doch sollten wir damit endlich beginnen, die Augen auch wirklich zu öffnen.